mal in unser Häuschen. Weißlauf. Und wieder das. Die Axt oder was das ist. Es ist so eine Doppelaxt, oder? Ja, irgend so etwas kann schon sein. Eine Nacht in Weißlauf. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Nein. Nie. Darum bin ich auch noch hier. Wo warst du? Ich bin euer Schwert und euer Schild. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Oh. Lassen wir das mal umgehen, unser Häuschen besuchen. Die hat wieder neues Zeug angeschleppt, das wird's einfach so. Mein liebster Saufkumpan, besorgt mal ein wenig Mehl. Ja, stehlen will ich jetzt auch nicht wieder. Kohl nehmen wir noch. Das ist unser Häuschen. Prinzenheim. Ist ein bisschen staubig. Ach cool, flieg mal. Ja, können wir in der Truhe reinstellen. Fremd. Was? Ehre sei mit euch, mein Tane. Lebt wohl. Wieso kommst denn du hier rein? Kann man gar nichts machen, Mensch. Wozu die Eile? Komm, dann schmeißen wir hier mal. Gehen wir. Ey, das ist morgen. Ist jetzt ein bisschen. Ach, jetzt haben wir alles mit einem Zaun mitgenommen. Und hier will ich irgend noch hinsetzen. Tisch? Nee. Aber könnten wir es hier nicht ein bisschen. Jetzt wäre noch ein Besen gut. Ach, sammeln Hängemoos, das können wir auch. So, mal hier. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr euch verkaufen. Gemischwarenladen. Ob der noch genug Geld hat? Hier findet eigentlich jeder etwas. Alles steht so.
Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. 700, das würde knapp reichen. Schon fertig. Ist ein bisschen wenig. Bitte kommt wieder. Und die Zauberringe können wir bei der Tante hier verkaufen. Ach, Ginas Kupferkessel. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ihr seht etwas blass aus. Ich führe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. Jo. Die hat nix. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. So, das hier noch. Fehlgeschlagen. Bei mir. Mit ihr Stärkungsmittel, Salben, Schläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Trosserei. Auch fehlgeschlagen. Was können wir denn? Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch yep. Ach, schon wieder. Wer ist denn jetzt so richtig? Nee, okay. Alchemie verlassen. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Jetzt nimmt's mich wunder. Wir haben jetzt nur das Häuschen, ob wir. Ist doch richtig zur Blüte geworden hier. So, aber ich will nochmal rauf. Denn ich hab gehört, dass man so zusätzliche Sachen kaufen kann. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Dann werde ich endlich mal ein bisschen wirklich Pause machen für heute, aufhören. Denn ich bin schon ziemlich lange dran. So, der Jarl hier ist auch hier und... Der Jarl ist, wie ihr euch sichert. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause... Und natürlich findet ihr in der... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Speises, Dekoration, Dachboden, Dekoration. Ich werde alles. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Sehr wohl.
Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Jo, können schon noch sein. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Sehr wohl, ich werde... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Genießt euren Besuch in Drachen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Ja, das... Es tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Wir werden die Drachen eben weiterhin nach besten Kräften, der Legende nach. Obwohl ich nie versucht habe, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Jarl Olaf Einauge war das. Er wurde später Großkönig. Es heißt, er habe ihn mit Hilfe eines Schreis bei einem Duell auf dem Gipfel des Antor unterworfen und ihn dann nach Weißlauf gebracht. Nominex war der Name des Drachen. Der Schädel, der den Hauptsaal ziert, ist seiner. Dank guter Vorbereitung und beständiger... Mein Hof, wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können. Was? Ist mir jetzt ein bisschen kackegal. Ich gehe mal wieder in unser Hütchen, weil wir haben ziemlich viel investiert jetzt. Und dann sollte es auch... Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Denn es sieht jetzt... vielleicht besser aus, man weiß ja nie. Inventory, wir haben so ziemlich. Ein Drache hat Kühleschein angegriffen? Warum? Einfach, weil er Lust dazu hatte, natürlich. Wieso denn sonst? Prinzenheim. Schaut mal an. Sieht das nicht lecker aus? Ein Feuer haben wir auch. Was? Wir haben... Sieht ein bisschen alles gleich aus. Hohe Kanickelkeulen.